Hallo Leute, ja, ihr seht jetzt einen Trailer oder wie hieß das früher bei Pulp Fiction, einen Piloten. Ich starte eine Radtour hier in Bielefeld, geht es jetzt übers Lipperland Richtung Hameln, dann geht es ein bisschen weiter den Weserradweg und ja, hier gucken wir uns jetzt mal das Fahrrad an. Ja, voll bepackt mit Zelt und Luftmatratze, Schlafsack, was man alles so braucht. Ich bin vorhin an einem Schrottplatz vorbeigefahren und dann habe ich da mal freundlich gefragt, ob ich denn mal auf die Waage damit darf. Ja, natürlich darf ich damit auf die Waage. Also, das Fahrrad, so wie es da steht, wiegt 63 Kilo. Und dann habe ich mich mal damit dazugestellt, dann waren wir insgesamt bei 149 Kilo. So, einmal kurz geguckt. Es gibt also hier vorne zwei Packtaschen, hier oben so ein. Ja, so eine Art Lenkertasche, die aber hier in so einem Gepäckkorb drin ist. Dann sehen wir hier den Akku und hinten die Nabenschaltung. Zwei Packtaschen, links und rechts. Dann haben wir hier die Luftmatratze, das Zelt. Ich habe solche Solarpanels, wo ich Powerbanks mit auflade. Keine Reise ohne so ein Campingstühlchen und. Ja, damit nichts an die Kette kommt, ich habe ja so einen Holland-Fahrrad-Kettenschutz. Ihr seht hier alte Shimano 600 Rennradpedale und schlussendlich hier nochmal den Blick auf den Motor. Der Motor hat jetzt 23.000 Kilometer runter. Es gab ein kleines Problem da nach der letzten Tour in RW, Radtour. Ich habe jetzt also hier das Sonnenrad ausgewechselt, aber jetzt schnurrt er wieder wie eine Eins. Und ja, ich mache also in den nächsten Tagen dann Fotos und Videos. Hier seht ihr meine Actioncam. Hier mit so einem Objektivverschluss aus einer Sprudelflasche. Und dann würde ich mal sagen, aufgepasst, die nächsten Tage kommen dann weitere Videos. Bis dann, ciao, ciao. Okay, dann gucken wir uns mal die Tourplanung ganz kurz mal in meiner Navigation an. Ich starte also mein Programm Osmand und ja, also hier befinde ich mich gerade an diesem blauen Punkt und dann sieht man hier in Rot, das ist der wie heißt der? Hellweg-Weser-Radweg. Dann wird dort gefahren und zwar geht es dann ein bisschen weiter aufziehen hier. Ist der Plan dann hier bis Hameln zu fahren. Dort geht es dann weiter. In Orange seht ihr hier den Weserradweg und dann gucken wir mal Bad Karlshafen. Dort fließt die Diemel in die Weser. Ich würde aber weiterfahren wollen bis Hannover-Schmünden und dann über diesen roten Weg hier hoch, das nennt sich Märchenlandradweg. Dann hoch, dass man dann wieder auf die Diemel kommt. Das ist dann hier dieses in Orange. Und dann muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. So, was ich noch nicht habe, die Idee, wo ich übernachte. Da gucken wir uns das mal gerade an. Wenn ich jetzt hier meine sogenannten Point of Interest starte, POI Overlay, dann lasse ich mir jetzt mal hier Campingplätze anzeigen. So, dann dauert das natürlich wieder einen Moment. Okay. So, hier gibt es einen Campingplatz. Wenn ich da jetzt mal draufklicke, Schellental, dann kann ich da anrufen und mir die Webseite anschauen. Jetzt wollen wir da erstmal hinfahren. Dann dauert das einen kleinen Moment, dann rechnet die kleine Maus das schön aus. Lauter machen, dass wir jetzt auch was hören. Okay, so und jetzt seht ihr. So, Start. Die berechnete Strecke ist 63 Kilometer lang, Zeit 3 Stunden 13 Minuten. Also sie rechnet jetzt aus auf 63 Kilometer. Wir sehen, dass der Radweg, auf den ich fahren will,
ein bisschen mehr Schlenker macht, dann sind es vielleicht, na, lass es 70 oder 80 Kilometer sein. Aber es ist jetzt kurz vor 12, das heißt, das wird schon irgendwie hinhauen. Und so fahren wir jetzt erstmal los, aber da habt ihr jetzt hier mal einen kleinen Eindruck gewonnen, wie das denn aussieht mit dieser Navigation. So, also, dann bis demnächst, wenn es weitere Videos gibt.